Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute reden wir über eine Sache, die mir bzw. meiner mentalen Gesundheit enorm geholfen hat. Ich persönlich bin ein super großer Fan vom Journaling, also vom Tagebuchschreiben und liebe es einfach, meine Gedanken aufzuschreiben, um sie so irgendwie festzuhalten, aber vor allem auch, um sie zu verarbeiten und irgendwie darüber zu reflektieren, was ich so denke und erlebt habe. Tatsächlich bin ich aber nicht so eine gute Tagebuchschreiberin und vergesse es entweder oder habe nicht so viel Lust darauf zu machen, weil ich halt einfach denke, dass es halt ziemlich langweilig ist, diese Dinge nur in einem Tagebuch festzuhalten, wenn sie da sozusagen nur stehen und man nichts damit mehr macht. Und deswegen hatte ich schon immer meine kleinen Probleme mit dem Tagebuchschreiben, weil ich es immer total hilfreich fand und immer machen wollte, aber es immer etwas zu langweilig fand und deswegen das Ganze oft nicht gemacht habe. Ich hatte dann die Idee, dass ich einfach jeden Tag so 2 Sätze zu meinem Tag schreibe und dort meine Gedanken festhalte. Das habe ich dann noch einige Zeit lang gemacht und es war auch ganz gut. Nur das war irgendwie auch nicht so meine perfekte Methode, um ehrlich zu sein, weil man halt nur diese 2 Sätze hat und manchmal habe ich es trotzdem vergessen und nicht gemacht und auch so hat es mir irgendwie nicht so viel geholfen, um ehrlich zu sein. Dann habe ich aber im April etwas sehr, sehr Cooles angefangen, worüber ich euch ja schon erzählt habe in meinem YouTube-Videos. Und diese Sache habe ich eigentlich gar nicht angefangen mit der Intention, irgendwie besser Tagebuch zu schreiben oder meine Gedanken besser festzuhalten oder meine mentale Gesundheit zu verbessern, sondern eigentlich nur, weil ich meine Produktivität verbessern wollte und sozusagen jemanden brauchte, der mir hilft, meine To-Do-Liste besser abzuarbeiten, um mich an meine Pläne zu halten. Und das Ganze nennt sich Accountability Buddy. Also ich habe im April, war das glaube ich, oder Mai, ich glaube im April war das, habe ich angefangen mit einem Accountability Buddy zusammenzuarbeiten. Das heißt sozusagen, ich habe jetzt eine Person, die mein Accountability Buddy ist und mir deswegen hilft, mich accountable zu halten, was ein bisschen schwierig auf Deutsch zu übersetzen ist, aber es geht im Endeffekt darum, dass wir gegenseitig aufpassen, dass wir unsere Pläne wirklich durchziehen und wir haben es jetzt so geregelt, dass wir uns einfach jeden Tag schreiben und sagen, was wir an dem Tag vorhaben, was wir dann geschafft haben und wie wir uns so damit fühlen oder was unsere Gedanken dazu sind. Am Anfang dachte ich, dass es eine Sache ist, die ich vielleicht so ein paar Monate ausprobiere, aber dann vielleicht nicht für immer weitermachen werde erstmal. Aber ich kann sagen, dass es mittlerweile jetzt schon seit, ich kann nicht rechnen, jetzt September, April, 5 Monaten mache und es mir wirklich extrem geholfen hat, nicht nur auf meine Produktivität und To-Do-Liste bezogen. Denn ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht zum Accountability Buddy und habe da vor allem darüber geredet, wie man es schafft, dadurch besser die To-Do-Liste einzuhalten und bessere Pläne zu machen und sich an diese zu halten. Aber heute soll es wirklich mal um den Vorteil der mentalen Gesundheit gehen, weil das einfach ein Aspekt ist, der mir vorher nicht aufgefallen ist, mir aber jetzt total wichtig ist und jetzt auch irgendwie so eine der Hauptursachen ist, warum ich immer noch das Accountability Buddy System habe. Und zwar mache ich es wie gesagt so, dass ich meinem Accountability Buddy jeden Morgen bzw. am Abend davor meistens meine To-Do-Liste schreibe und sage, okay, morgen möchte ich ein Video filmen, meine Mathehausaufgaben machen, rausgehen, joggen gehen und am Abend noch ein leckeres, gesundes Abendessen essen. Das sind sozusagen meine Pläne für den nächsten Tag. Und dann kommt der nächste Tag und ich erledige das oder erledige es halt nicht und schreibe ihm dann am Abend, wie mein Tag so gelaufen ist. Und als wir damit angefangen haben, habe ich es wirklich so gemacht, dass wir nur diese stupiden Tagesabläufe geschrieben haben und dann irgendwie gesagt haben, sowas wie, okay, heute bin ich aufgestanden, mir ging es morgens aber nicht so gut, deswegen bin ich noch liegen geblieben, habe ich das gemacht und das gemacht. Aber es war halt wirklich nur auf dieses Accountability-Ding bezogen. Dann haben wir uns aber natürlich angefangen, uns auch anzufreunden, weil wir uns halt vorher nicht kannten, sondern dann sozusagen nur die Funktion von Accountability Buddies hatten, uns aber dann natürlich auch besser kennengelernt haben nach einer Zeit und dann wirklich richtig, richtig gute Freunde geworden sind. Und deswegen habe ich natürlich nicht nur über meine To-Do-Liste geredet, sondern auch ein bisschen so generell, was ich so denke an dem Tag, wie es mir so geht und so. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich meine, dass das viel besser ist als das Tagebuchschreiben für mich. Das Problem war halt bei mir immer, dass ich Tagebuchschreiben ein bisschen langweilig fand, wenn man es halt irgendwie nur in einem Buch erzählt und es dann dort für immer drin bleibt, ohne wieder angeguckt zu werden. Und ich finde, das kann man einfach bei dem Accountability-Ding eliminieren vermeiden, weil man da ja eine echte Person schreibt, die darauf reagiert und man es sozusagen nicht nur für nichts schreibt, sondern wirklich darauf noch Reaktionen bekommt und sich vielleicht auch ein bisschen mehr Gedanken darüber machen muss, was man jetzt genau aufschreibt. Aber ich kann dazu auch nochmal sagen, dass es, glaube ich, auch nicht für jeden was ist. Bei mir persönlich ist es halt so, dass ich diesen Austausch irgendwie brauche und sinnvoller finde. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht Leute gibt, die ihre Gedanken noch eher für sich behalten wollen und das dann eher nur dem Buch erzählen wollen und dann vielleicht es eher bevorzugen,
dann wirklich die Gedanken aufschreiben zu können, ohne daran zu denken, ob der andere jetzt einen judged oder halt bewertet. Bei mir persönlich ist es aber nicht so und ich kann euch wirklich sagen, dass dieses Accountability-Ding mir so geholfen hat, wirklich jeden Abend zu überlegen, wie ging es mir heute, warum ging es mir so, was kann ich verbessern und was ist eigentlich wirklich passiert. Außerdem würde ich euch sehr dazu raten, wirklich vorsichtig zu sein, welcher Person ihr alles erzählt, weil falls ihr einfach so eine fremde Person im Internet findet, mit der ihr Accountability-Buddies werden wollt, würde ich jetzt nicht raten, am Anfang direkt schon alles über euch zu erzählen, irgendwie so die tiefsten Gedanken oder so, weil es kann natürlich auch gefährlich werden. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall raten, diese Person erstmal besser kennenzulernen, vielleicht zu telefonieren, zu FaceTime oder eine Person zu nehmen, die ihr schon kennt, obwohl ich da ja auch verstehen kann, wenn ihr vielleicht dann so ein bisschen Angst habt, dass diese Person dann gebiased ist, sozusagen halt schon Personen in eurem Leben kennt oder so und deswegen halt schon beeinflusst ist. Tatsächlich habe ich aber auch schon in meinem letzten Accountability Buddy so einen Aufruf dazu gestartet, euren Accountability Buddy in den Kommentaren zu finden. Und falls ihr wollt, können wir das sehr gerne nochmal machen unter diesem Video hier. Also falls ihr einen Accountability Buddy sucht oder generell eine Person sucht, die euch bei eurer Produktivität, Organisation, To-Do-Liste, vielleicht aber auch so ein bisschen bei den Gedanken und Gefühlen helfen, weil wenn mich ein Satz angefangen helfen wird, könnt ihr das sehr gerne mal in die Kommentare schreiben und vielleicht finden sich ja neue Accountability bei die Paare. Also im Großen und Ganzen liebe ich diese Idee einfach, weil ich wirklich dazu so ein bisschen auch gezwungen bin, jeden Tag ein bisschen darüber nachzudenken, was ich gemacht habe, was ich gedacht habe, auch was in meinem Kopf so los war. Und deswegen habe ich jetzt auch diese Liste, oder nicht Liste, aber halt dieses Archiv, sag ich mal, mit meinen ganzen Gedanken drin in unserem Chat, was ich total besonders finde und wertschätze, ja. Entweder gehen wir alle zum Pendeln, denn die möchte Rad fahren, oder wir machen gar nichts. Weil Mama und Daddy haben keine Lust auf Aktivitäten zu spielen. Also nochmal Zusammenfassung des heutigen Videos. Was mir sehr geholfen hat, ist das Tagebuchschreiben und das regelmäßige, konstante Aufschreiben und Reflektieren von Dingen, die passiert sind in meinem Leben, also von Gefühlen, Gedanken, Erlebnissen und so weiter. Aber das hat mir am meisten Spaß gemacht oder geholfen, indem ich es einer anderen Person erzähle und nicht nur einfach so aufschreibe, was in meinem Fall jetzt der Accountability Buddy von mir war, was aber nicht der Accountability Buddy sein muss, sondern es ja auch eine andere Person sein kann, beste Freundin, wie auch immer. Nur was mir sehr geholfen hat, ist einfach darüber zu reden, das aufzuschreiben und das wirklich nicht nur, wenn man denkt, man braucht es, man muss es, sondern generell das jeden Abend einfach zu machen. So, ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch die Sicherheit. Passt auch, wem ihr alles erzählt natürlich. Erzählt nicht random Leute im Internet alles. Und ja, falls ihr jetzt noch einen Accountability Buddy sucht oder generell eine Person, könnt ihr das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Am besten kurz was zu euch, dann irgendwie euren Instagram-Namen oder so oder E-Mail-Adresse, je nachdem, was ihr da benutzt. Und ja, ich hoffe, es hilft euch ein bisschen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche hier in meinem Kanal Lara Emily wiedersehen. Also vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls euch das Video heute gefallen hat. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis später oder bis dann. Tschüss.